Hallöchen meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Endlich kam auch meine Glossy Box an. Oh Mann, ich habe mich heute echt geärgert. Sie ist in einem schlichten Rosa. Warum habe ich mich geärgert? Ja, weil normalerweise kommt die Glossy Box immer zwischen 10 und 11 Uhr und das kommt immer so eine Frau, also so eine nette Frau. Ja, und da stand, also bei Hermes steht immer, die sollte bis 12.30 Uhr zugestellt werden. Ja, und normalerweise kommt die Box und ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht geschminkt, ich habe noch nicht gefrühstückt. Also sie kommt, ja, und dann schminke ich mich erst und dann frühstücke ich erst. Ja, und jetzt heute war ich fertig, top geschminkt und alles. Und die Box kam nicht. Die kam jetzt gerade eben um 16 Uhr. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass sie kommt. Und ja, wie ihr seht, ich habe gerade ein Mittagsschläfchen gemacht. Deswegen sehe ich so aus. Ja, deswegen ärgere ich mich ein bisschen, weil sie jetzt so spät kam. Hätte der sich sparen können, hätte er sie mir auch morgen bringen können. Ja, weil jetzt ist das Licht nicht mehr so gut wie heute Morgen. Ja, das zu diesem Thema. Wir packen sie jetzt aus, die Glossy Box. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ist auf jeden Fall eine Valentine's Edition und ja. Und genau vor einem Jahr habe ich die Glossy Box abonniert, weil ich diese Special Edition haben wollte. Das war damals auch eine Special Edition. Ich kann sie euch gerne auf dem i-Punkt verlinken, da könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen. Genau, das war vor einem Jahr, das weiß ich noch. Okay, als allererstes sehe ich schon, hier ist so ein Aufkleber. Schaut mal. Hier steht, du bist wundervoll. Das ist ja mal total süß. Ja, und hier die, also ich packe sie mal raus. Die Box ist in einem schönen Design. Also das hier ist, das Schwarz-Weiße ist matt und da dieses Love ist in glänzend und hinten ist die auch glänzend. Sonst ist die, meine ich, immer eine matt, die Box, oder? Ich glaube ja, ich glaube ja. Ja, ich bin gespannt, was drin ist. Ich weiß, eine Sache weiß ich, da ist, glaube ich, ein Parfüm drin. Das wurde schon ja, in der Sneak Peek verraten. Ja, so, wir schauen aber mal, okay? Ja. Motto ist, seht ihr, die Schleife ist auch nicht mehr ganz zu. Ja. Wie ist denn das Motto? Aus Liebe zur Schönheit? Ist das das Motto? Okay, ich weiß jetzt nicht, wie die Box heißt, aber ihr werdet das in der Überschrift lesen, wie die heißt. Hier steht aus Liebe zur Schönheit. Okay. Ich glaube nicht, dass das das Motto ist, aber vielleicht ja doch. Okay. Dann geht es weiter mit dem ersten Produkt. Es ist ein Lip Pumper, habe ich schon gelesen. Plumper, sowas hier. What's that? Lipgloss, ein transparenter Lipgloss mit Boosting-Effekt. Das klingt doch gut, oder? Also so kann man es, also man kann es hier so rausholen. Oh, wie süß. Und dann noch so als Schlüsselanhänger. Schaut mal. Geil. Und dann hier so. Könnt ihr das sehen? Meint ihr, das ist wirklich so ein Lip-Booster oder ist das so normaler, einfach nur so ein Lipgloss? Aber wenn du wirklich die Lippen aufboostet, das wäre geil, oder? Ja, finde ich cool. Von Nutrakis, habe ich was von Nutrakis? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Also einmal das hier finde ich schon mal sehr gut. Dann, was ist hier noch drin? Sansukis. Moisturizer Aqua Benefit 24 Stunden Pflege. Morning and Evenings Apply to Cleansed Skin. Ah, okay, dann ist das Reinigung zum Gesichtsreinigen. Ich bin mir nicht sicher. Kann sein, dass ich mich wieder irre. Ich habe mich ja letztens auch geirrt mit dem Nagellack. Das war ein Highlighter und kein Nagellack. Also falls ich irgendwas Falsches hier erzähle, schaut in die Infobox oder in die Kommentare, da werde ich mich nochmal korrigieren. Ja, also das hier. Ja, so. Okay, dann geht's weiter und dann ist hier drin, oh, wie cool, vom Blend Amed. Zwei Phasen Perfection Whitening. Erster Schritt und zweiter Schritt. Sowas hier. Auch cool. Das ist einmal hier. Sowas hier, eine Zahnpasta. Und
Noch ein letzter Mal. Also bin ich gespannt. Also falls ihr Erfahrungen mit diesen Produkten habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, ob das was bringt. Zahnschonende Zahncreme. Okay. Ja, also das hier. So. Okay, dann geht's weiter mit dem nächsten Produkt. Sind hier nur Proben heute drin, oder? Break Rules. Okay, was ist das? I Love Eye Contour. Anti-Dark. Augenringe. Okay. Ist das eine Creme? Also entweder ist es eine Augencreme. Ich denke schon. Eine gegen Augenringe irgendwas ist das hier. Ja, und das Parfüm, genau, Eau de Rosé. Ich glaube, das war auch von dieser Firma. Das ist, glaube ich, diese John Dark. Und steht das hier unten? Ja, nee, John, irgendwas. Eau de Parfüm sogar. Das, davon gab es sogar Produkte, meine ich, in der letzten Glossy Box. Ja, ich meine, ja, da war viel. Probieren wir es aus. Okay, Moment. Ja, riecht gar nicht mal so schlecht. Ist. Ja, doch. Obwohl. Ich bin mir noch unsicher, weil danach Duft ist ein bisschen komisch. Okay, also. Ja, ist okay. So, dann geht's weiter, oder was? Das ist schön. Okay, dann ist hier noch eine Leseprobe drin. Und noch so eine kleine Probe. Getönte Feuchtigkeitspflege. So, meine Lieben, und das war's. Das war die Box. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Die kam ja extra vor dem Valentinstag. Ich dachte, da wäre irgendwas für den Valentinstag, aber außer das Parfüm. Ja, okay, das jetzt auch. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Irgendwie hatte ich mir da ein bisschen mehr erhofft von dieser Box. Vor allen Dingen von diesem wunderschönen Design. Deswegen bekommt diese Box von mir leider nur 2 Sterne, da sie mir irgendwie gar nicht zusagt dieses Mal. Aber ich habe mir so gedacht, da mir diese Box nicht gefällt, verlose ich sie jetzt an euch. Ganz spontan verlose ich sie an euch. Eigentlich wollte ich was anderes verlosen, aber dann verlose ich 2 Sachen in diesem Video. Ja, genau. Also ihr habt die Box gesehen, die könnt ihr gewinnen, weil... Ich kann diesen Monat leider damit nichts anfangen, deswegen verlose ich einmal diese Box mit dem gesamten Inhalt hier drin. Oder, also das ist ein Preis, oder ich verlose noch von Glossy Box einen Kalender. Das ist der Kalender aus der letzten Box. Hello Beauty, der ist für 2017. Und das Besondere ist, also wenn ihr auch einen YouTube-Kanal habt oder einen Blog, ist das ganz interessant für euch. Denn zum Beispiel, so sieht das hier innen drin aus. Ihr könnt hier Projekte eintragen, Aufgaben und Kooperationen. Ja, und hier habt ihr dann den Tag, hier habt ihr noch diese ganzen sozialen Netzwerke. Ja, finde ich ganz interessant. Also ihr könnt in diesem Video gewinnen, entweder meine Glossy Box, also genau diese Glossy Box. Natürlich ist alles unbenutzt. Oder diesen Kalender, Jahreskalender, genau, könnt ihr gewinnen. Also eins von den beiden, was ihr dafür tun müsst, ihr solltet zuerst natürlich Abonnent von meinem Kanal sein, ganz klar, denn diese Verlosung gilt an meine Abonnenten und Zuschauer. Dann solltet ihr dem Video einen Däumchen nach oben geben und einen lieben Kommentar schreiben. Ja, und das war's. Und schreibt in dem lieben Kommentar, ob ihr lieber die Box gewinnen möchtet. Oder den Kalender. Also das sollte schon ersichtlich sein, was ihr gewinnen möchtet. Und es sollte halt ein lieber Kommentar sein. Ja, und das war's schon. Das könnt ihr gewinnen. Ja, ich hoffe, ich kann dann dem Gewinner eine kleine Freude mit dem Gewinn machen. Ja, genau. Und ansonsten könnt ihr mir auch so Feedback zur Box da lassen, wie sie euch gefallen hat. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, und ansonsten sehen wir uns dann in meinem nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!